Willkommen zur neuesten, gewaltig größten Super Mario Party! Lasst mich euch zeigen, auf welch schönen Spielbrettern ihr diesmal auf die Jagd nach dem Superstar-Ruhm geht. Ein duftig süßer Wunderwald erwartet euch. Mit einem riesengroßen Schlummerer. Was wohl, wenn ihr Wiggler weckt? Als nächstes ein Paradies in der See, in der ein Vulkan die Party erbeben lässt. Wege, die sich winden. Ebbe und Flut, die alles verändern. Mit Vollgas weiter auf diese prächtige Piste. Zieht auf heißen Reifen blitzschneller eure Runden. Cool, oder? Ein Shoppingpalast, schöner als jeder andere. Reist auf Rolltreppen zu neuen Etagen, voll kolossalem Kaufvergnügen. Lust, loszufeiern? Na, wer wird denn alles überstürzen? Denn Spielbrettspaß ist zwar was Schönes, doch brandneue Modi gibt's obendrein. Dies ist die Rhythmusküche. Hier kocht ihr mit Takt und Talent. Auf Flatterflügeln in den blauen Himmel, die Para-Koopa-Flugschule wartet. Wer gern mit anpackt, kann in der Toad-Fabrik trickreich tüchtige Teamarbeit beweisen. Und wer schnellen Spielspaß pur will, sollte sofort am Minispielhafen ablegen. Doch was haben wir denn hier? Was harrt euer wohl an diesem finsteren Fleck? Na? Schon in Partylaune? Ganz klar, ich auch. Liebe Superstar-Anwärter, bereit euch in die Vollen zu stürzen? Aber sicher doch! Das lob ich mir. Alte, bekannte, frische Gesichter. Mit euch erst wird die Party bunt. Und mit Verlaub, mit meiner Wenigkeit. Denn ich, Kamek, bin diesmal euer Party-Maestro. Und wisst ihr was? Nun sorge ich für die Extra-Prise Pep. Guckt mal! Abrakamek! Bowser? Aus einem mickrigen Magikooper wird Trug-Bowser der Titanische. Wo der wüste Wüterich wohl wartet? Das bleibt erstmal geheim. Uiuiui, der wird für Spannung sorgen in der Videoserie. Liebe Leute, der Spaß kann beginnen. Seid ihr soweit? Yeah! Dann auf zur neuen Mario Party! Katztastisch begrüße ich euch zu Super Mario Party Jamboree. Das wird ein Heidenspaß. Na dann, los geht's. Ohne große Umschweife geht es mit dem Heißluftballon auch schon zum ersten Mario Party Brett. Mega Wigglers Leckerwald. Oh, das wird cool. Okay, Honig gibt es auch zum Abzapfen und der Riesenwiggler, wie scheint, in der Mitte des Spielbretts. Mega Wigglers Leckerwald. Ich bin so gespannt. Willkommen, willkommen. Hier entscheidet sich, wer von euch zum Superstar gekürt wird. Spielt jemand zum ersten Mal auf diesem Brett? Ja, wir alle. Gut, dann erkläre ich mal alles Wissenswerte. Ein Forst, in dem ein riesiger Wiggler friedlich schlummert. Süße Düfte ziehen durch die Wipfel. Hier halten sogar Piranha-Pflanzen gerne Schläfchen. Wird so ein Pflänzchen aufgeweckt, wird es sicher sauer. Der riesige Honig dient der Erzeugung vieler Süßigkeiten. Wer dabei hilft, ihn zu ernten, wird mit Münzen belohnt. Man kann auf Mega-Wiggler spazieren, aber Vorsicht! Manchmal wird er sauer und läuft ein Stück weiter.
Wer eine Spielbrettrunde abschließt, erhält Münzen. Berücksichtigt das bei eurer Strategie. In Ordnung? Würfeln wir zuerst mal um die Zugreihenfolge. Okay, einmal nach oben. Nein! Was für ein toller Start für mich. Ich bin als letztes dran. Na toll. Bevor es losgeht, erhält jeder von euch 10 Münzen Startkapital. Das ist lieb, danke. Dann mal losgewürfelt und alles Gute auf dem Weg zum Stern. Der erste Stern befindet sich... Ja? Direkt da hinten. Hier. Also sammelt 20 Münzen und schnappt ihn euch. Jetzt ist alles bereit. Dann legen wir los. Gebt euer Bestes, Leute. Viel Glück und viel Spaß. Danke, Toad. Aber wo ist Toadette? Verteilt sie diesmal nicht die Sterne? Los geht's. Los geht's. Schaut euch mal den Goomba hier links an. Der macht Pfannkuchen. Okay, das wird cool. Ich freue mich schon sehr. Schade, dass ich der Letzte bin. Das ist strategisch immer... Ja, hat schon seine Vor- und Nachteile, als Letztes dran zu sein, aber... Ich bin am liebsten so, ja, als Zweiter dran. Da kann man gucken, was der Erste macht und schon mal reagieren. Und ist trotzdem vor den anderen zwei Spielern noch dran. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich, glaube ich, als Zweiter die beste Erfahrung gemacht. Naja gut, wir schauen mal, wie es laufen wird. Ich werde natürlich pro Brett einen anderen Charakter spielen und weil es das erste Brett ist, was wir hier spielen, das dann eben natürlich mit Mario. Wir spielen auf der Schwierigkeitsstufe normal. Ich muss ja erstmal mit dem Spiel und mit den Minispielen klarkommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir auch in anderen Mario-Serien in der Vergangenheit dann auf super schwer stellen. Und dann gucken wir mal, wie unsere Gegner hier spielen werden. So, jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt würfel ich doch einfach mal eine 10 und dann komme ich gut voran. Ja, eine 4. Okay, dann komme ich zu meinem besten Kumpel Wario. Hey, mein Guter, schön dich zu sehen. Minispiel, das erste Minispiel. Ich bin sehr gespannt. Was wird es sein? Ist es etwas, was wir vielleicht schon kennen? Oder was ganz Neues? Picknickkorb-Panik. Früchte vom Baum? Oh, nee. Weiche dem Brotehagel aus. Wer zuletzt ungeplättet bleibt, gewinnt. Okay, lustig. Achtung! Oh! Leckere Butterbrote. Okay, das sollte ich doch hinkriegen. Ah. Okay, der Trick ist, hier auf den Schatten zu achten. Da sieht man, wo das nächste Brot herunterkommt. Aber wie viele Brote werden denn gemacht? Wie viele kommen denn zur Picknickparty? Wahrscheinlich alle Charaktere, die es hier im Spiel gibt, oder? Manche essen ja besonders viel. Man denke da nur an Bowser, an Donkey Kong, an Wario. Ja, große, kräftige Charaktere brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu essen. So, oh, Vorsicht! Oh, Toad ist nur noch da. Alle anderen sind schon weg. Komm, das liegt mir. Den mache ich platt. Toad, ich mach die platt. Und der ist aber gut. Der ist sogar richtig gut. Aber ich bin besser. Nein! Nein! Toad, der alte Schummler, hat gewonnen. Oh Mann! Okay, komm, zweiter Platz. Hey, immerhin 3 Münzen bekommen. Oh nein, ey. Das allererste Minispiel. Das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele und dann zack. Schaffe ich es nicht. Egal, nicht schlimm. Es ist ja alles offen. Das ist Runde 1 gewesen. Wir spielen 10 Runden. Und ja, die Aufgabe besteht ja darin, man gewinnt. Oder derjenige oder diejenige gewinnt mit den meisten Sternen. Aktuell hat keiner einen Stern, aber klar, wie schon gesagt, erst eine Runde ist vergangen. Da wäre schon extrem komisch, wenn da jetzt schon jemand einen Stern gehabt hätte. Also nach, oder in der ersten Runde. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, oder? Einfach mal einen Glückszahlwürfel bekommen. Nicht schlecht. Ich bin gespannt, was der Laden so zu bieten hat.
und ob ich mir da was Schönes kaufen kann. Lustig übrigens dieser Fakt, dass man auf dem Wiggler spazieren kann. Ziemlich lustig. Und 10 Münzen für unseren lieben Wario. So, jetzt ist Pilzköpfchen dran. Dafür ein Hallo. Ja, die Emotes, die gab es auch schon in Super Mario... Nee, Quatsch, in Mario Party Superstars. Ah, Super Mario Party habe ich auch, aber hier noch nicht gespielt auf Kapsel. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es da die Emotes auch schon gab. Ich denke allerdings schon. So, mal gucken. Ach nee, jetzt hört auf. Ich komme ja gar nicht voran im Spiel. Was will ich denn mit der 1? Doppelwürfel? Wigglerglöckchen? Röhre. Was nehme ich? Ich nehme den Doppelwürfel, weil dann habe ich noch genug Münzen, um mir vielleicht in der nächsten Runde, sollte ich das nächste Minispiel gewinnen, dann hätte ich eventuell die Möglichkeit, direkt den Stern zu kaufen. Denn die vor mir haben nicht genug Münzen und Toad ist aktuell noch hinter mir. Aber hey, es kann sich alles ändern. Mal gucken. 4 Spieler Minispiel und wir spielen Balance Golf. Hier ist die Bewegungssteuerung wichtig. Ihr seht es schon rechts oben. Golfinsel neigen. Okay, sowas liegt mir. Sowas kann ich eigentlich ziemlich gut. Deswegen, ich sehe da gute Chancen für mich. Okay. Ja, warte mal. Und wo bin ich? Moment, wo bin ich? Ach, rechts unten. Was muss ich? Ach so, ich muss erst die Taste drücken. Uah. Okay, trotzdem noch rechtzeitig geschafft. Und 5 Punkte eingeheimst. Runde 2. So, so, wo starte ich? Da am Rand? Sollte kein Problem sein. Und geschafft. Aber die sind trotzdem schnell dafür, dass ich die Gegner auf normal gestellt habe. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn sie auf schwer sind. Letzte Runde, okay. Nein, nein. Wow, wow. Nein! Oh. Okay, 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 nochmal. Ja, komm. Ja, sehr schön. Das war eine sehr gute Runde für mich. Also glatt 15 Punkte bekommen. Das ist die Höchstpunktzahl in diesem Minispiel. Dreimal gewonnen, dreimal als erstes eingelocht, sprich pro erster Platz sozusagen gab es 5 Punkte. 3x5, 15. Ich kann mich glücklich schätzen. Hab jetzt also dementsprechend genug Münzen, um mir einen Stern zu kaufen. Vorausgesetzt, ich komme dorthin. So, 7. Und wo kommen wir da raus? Okay, geht nicht zum Stern. Warum? Ja, Birdo hat zu wenig Münzen. Wäre also nicht schlau gewesen, zum Stern zu laufen. Hat sie also richtig gemacht. Und eine Itemtasche. Mal sehen, was da drin sein wird. Was ist das? Ihr habt so viel Glück. Ihr habt so viel Glück im Spiel. Mario Time! Okay, Wario, komm. Was machst du jetzt? Glückszahl. Wo möchtest du hin? Hier kann man sich doch bestimmt einen aussuchen. Oder eine Zahl. Ja, natürlich. Du willst eine 2? Warum? Nee. Was passiert jetzt? Dingedong. Oh, nee. Bist du fies? Ich hätte den Wiggler gebraucht, um zum Stern zu kommen. Oh, das nenne ich strategisch gedacht. Das war eine gute Taktik von ihm. Weder Toad noch ich haben jetzt die Möglichkeit, zum Stern zu kommen. Zumindest nicht mehr so schnell. 18 Schritte braucht er. Moment, dann bräuchte ich auf meinem Feld 16 Schritte. Mit meinem Doppelwürfel hätte ich noch die Möglichkeit, zum Stern zu kommen. Aber da brauche ich Würfelglück. Und ich habe bisher kein Würfelglück bewiesen. Ich habe eine 4 gewürfelt und eine 1. Okay, jetzt mal gucken. Mario Time! Jetzt komm. Also, nutze ich oder nutze ich das nicht? Komm, ich mache das jetzt. Doppelwürfel. Das wollen wir machen. So. Wir brauchen mindestens eine 16. Komm. Eine. Oh nee, jetzt brauche ich eine 10. Komm, eine 10. 10, 10. Nein! Aber hey, du hast einen Pasch gewürfelt. Wow, nimm 10 Münzen. Yes. Pasch bedeutet, ich habe zweimal dieselbe Zahl gewürfelt. Daher gibt es jetzt diesen Bonus für mich. So, blaues Feld oder Bowser Feld?
Ja, ich laufe da im Kreis. Es tut zwar weh, aber ich glaube, ich laufe tatsächlich zum Bowserfeld. In der Hoffnung, dass er mir nicht wehtun wird. Okay, drückt mir bitte die Daumen. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Ja, hallo Bowser. Alles gut bei dir? Bist du gespannt, was dich auf meinem Feld erwartet? Schauen wir doch mal. Warum hast du denn so rote Augen? Bitte 10 Münzen verlieren. Bitte die 10 Münzen. Nein! 15! Zack, ich will Münzen von dir. Her damit! Oh nein, jetzt muss ich das nächste Minispiel unbedingt gewinnen, um an den Stern zu kommen. Das hat mir gefallen. Du darfst gern jederzeit wiederkommen. Glaub mir, ich werde versuchen, nie wieder zu dir zu kommen. Nichts für ungut. Och, Menno! Eine Münze mehr. Das wäre so gut gewesen. Na gut, was soll's. Minispiel, was kommt jetzt? Alle gegen Mario, alle gegen mich. Okay, na gut. Was spielen wir? Wir spielen Grollgerolle. Das klingt nach Spaß. Oh, was ist das? Okay. Ich bin oben am Schalter. Hey, sowas könnte man in Mario Maker nachbauen. Ich bin oben am Schalter. Und ihr seht schon selbst, kann die anderen ein bisschen austricksen und versuche, alle zu treffen. Alle mit den Stacheln überrollen zu lassen. So, komm. Na, na. Ha. Habt ihr das kommen sehen? Wahrscheinlich schon. Oh, wow. Oh, das ist gar nicht so einfach, wenn man der Einzelspieler ist. Vor allem, warum sind die Gegner so gut? Oh, jetzt. Ja, komm, komm. Wario noch. 10 Sekunden. Komm. Oh Mann, oh. Wie kann ich denn da am besten antäuschen? Komm. Roll rüber! Fürchterlich. Oh Mann! Ich brauche doch diese eine Münze. Okay, bisher läuft es bei mir so mittelgut. Semi-gut. Was soll's? Verbessert, unverändert. Ja, ich bin abgestürzt. Ich bin auf dem letzten Platz. Man mag es kaum glauben. Dein Zug, Birdo. So, was macht sie jetzt? Ladenbox. Was macht das nochmal? Zack, zack, zack. Au, oh. Ein Warp-Block, mit dem man direkt zum Laden kommt. Oh, das ist neu. Das gab es bisher noch in keinem Mario Party-Teil, oder? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe 7 nie gespielt. Den 10er kurz für Geschichten, den 9er auch für Geschichten, aber nie so richtig. Okay, ein Wiggler-Glöckchen. Klingelingeling, aufwachen. Ja, nicht schlecht, Birdo. Jetzt ist unser lieber Wario dran. Und der, wie viele Münzen hat der? Ich sehe es gerade gar nicht. Wo stehen denn seine Münzen? 4. Oh nein! Vor meinem Auge schnappt er sich den Stern. Und das alles nur, weil er in diesem Minispiel gewonnen hat. Ja, ich bin selbst schuld. Ich meine, ich habe Mario gesteuert. Oh Mann, ärgerlich. Direkt vor meinem Gesicht. Direkt vor meinem Auge. Vor meinen Augen. So lautet doch der Spruch. Direkt davor hat er mir den Stern gemopst. Und jetzt ist der Stern da unten. Jetzt möchte man sagen, Mensch, Katze, wärst du mal im Kreis gelaufen? Aber wer weiß, wo ich dann gelandet wäre. Wahrscheinlich kurz nach dem Stern. Ja, wir werden es nie rausfinden. Okay, was soll's. Ja, das ist Mario Party. Können allein bringt dir nichts. Du brauchst auch Glück beim Würfeln. Und die anderen Pech beim Würfeln. Selbst dann kannst du was drehen. Warum wollen die denn alle jetzt in den Laden? Gibt's da was umsonst? Außer aber, oh, das könnte schlau sein von Toadie. Dass es so ein bisschen Weg zurücklegt, um schneller zum Stern zu kommen. Gar nicht mal so übel. Und eine 6. So. Oh, was ist das? Kamek hat seinen eigenen Laden. Was verkauft er da? Ein Duellhandschuh. Das klingt gar nicht mal so übel. Kann man sich direkt duellieren. Oh nein, bitte nicht von mir. Ich bin auf Platz 3. Hey, ich hab... Aber ich bin doch mit Bird... Oh, ich bin doch schlechter gesetzt als Birdo. Birdo hat mehr Items als ich.
Nein! Klau mir nicht meine Münzen. Ich brauch die Münzen. Bitte, 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 bitte. Oh, nee. Wenigstens habe ich noch 10. Das heißt, wenn ich das nächste Minispiel gewinne, so rechne ich ständig, habe ich zumindest 20 Münzen, um mir theoretisch einen Stern zu kaufen. So, was passiert jetzt? Oh, oh, wow! Okay, 5 Münzen direkt wieder verloren. Das heißt, nur 4 gewonnen durch den Klau von Buhu. Und die Piranha-Pflanze ist gewachsen. Den nächsten Spieler luchst sie 6 Münzen ab. So, jetzt darf ich auch mal würfeln. Und meine Reise führt mich... Egal. Gott. Oh Gott. Es tut mir wahnsinnig leid, aber... Warum habe ich so viel Pech beim Würfeln? Ich hatte vorhin erst eine 1, jetzt würfel ich wieder eine 1. Kann ich bitte am Ende des Spielbretts den Trödelbonus bekommen? Das ist ja fürchterlich. Ja, toll. Mega Wiggler hat sich bewegt, aber es bringt mir gar nichts an der Stelle. Minispiel! Minispiel! Los geht's, ich bin Feuer und Flamme für das nächste Minispiel. Und ich darf sogar mit dem Verräter hier in einer Mannschaft sein. Warum Verräter? Man denke da nur an das erste Minispiel, da hat er gewonnen, deswegen. Roto-Rechendreh. Münzen sammeln mit dem richtigen Dreh. Jeder betätigte Schalter fügt eine Vierteldrehung hinzu. Okay. Ach so, ja, okay, man muss gegen das gegnerische Team spielen. Ah, oh, ey, das ist aber cool. Das ist wirklich ein kreatives Minispiel. Da freue ich mich drauf. Okay, ich bin bereit. Verstanden. Mal gucken, was passiert. Runde 1, ja. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Am besten wäre es, wenn 2 Leute auf dem Schalter wären. Oh, man kann aber kurzfristig abspringen. Ja, perfekt. Danke euch. Damit kriegt ihr eine Bombe und wir 2 Münzen. Oh, ihr kriegt eine Münze abgezogen, aber alle starten mit 0. Deswegen war das für die Gegner eine, ich sag mal, 0-Runde. So, wir brauchen 3 Schalterbetätigungen für eine Dreiviertelumdrehung. Hallo? Okay, da niemand? Ja, dann machen wir es lieber so. Was? Oh, Wario stand drauf! Oh, mein Fehler! Oh nein, ich habe es nicht gesehen! Ich hätte auch noch auf den Schalter müssen. Oh Mann! Okay. Am besten niemand oder 4 Leute auf den Schalter. Komm, komm, komm. Kommt ihr 2 drauf? Okay, dann niemand. Ja! Sehr schön. Oh, das ist cool. Das ist super lustig, weil man kurzfristig noch vom Schalter runterspringen kann. Oh! 3 Leute brauchen wir. Wieder für eine Dreiviertelumdrehung. Hier kann man ein bisschen noch Mathematik lernen, nicht wahr? Mit Viertel, Hälfte, Dreiviertel, ihr versteht schon. Ja. Ja, hätten wir mit 2 Leuten drauf springen müssen. Dann hätten die keine Münze bekommen. Runde 5. Oh ja. Also, entweder 3 oder 4 Mal. Nee, Quatsch. Einmal oder 4 Mal, das Beste. Ja, komm. Ja, ja, okay. Immerhin, komm. 3 Münzen. Das ist nicht schlecht. Wir sind wieder vorne. Allerdings ist das ein Minispiel, wo jeder Münzen gewinnt. Also theoretisch... Kannst du nicht mit 0 rausgehen, außer aber alles geht schief. So, wir brauchen... 4? Ja, 4 passt. Oder? Ja doch, 4 passt. So kommen wir an eine Münze. Kriegen die anderen zwar... Also niemand kriegt den Batzen, aber was soll's. So, jetzt. 2 oder 3. 2 oder 3 Schalter brauchen wir. Komm, 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 komm. Komm doch drauf, Toady! Dann... Okay, okay, hat gepasst. Ich hab noch mal kurz überlegt. Hey, macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ende! Ende! Sehr schön. Das war ein ziemlich cooles Minispiel. Gehört, glaube ich, zu meinen Lieblingsminispielen, wo es darum geht, Münzen zu gewinnen. Also, ich meine, wo jeder Münzen gewinnen kann. Da gibt es ja verschiedene Arten von Minispielen. Aber das ist cool. Das ist wirklich, wirklich cool gemacht. So, Runde 5. 5 von 10. Dein Zug, Birdo. Mal gucken, was sie macht. Der Gold-Dreifachwürfel. Was plant sie? Sie braucht nur 7 Schritte. Wie viele Münzen hat sie? Ja,
Sie kommen auf jeden Fall zum Stern. Ach da, 22 Münzen, okay. Ich habe immer nach Birdos Symbol geschaut. Aber seht ihr, unten an der Leiste sind ja so transparente Pfeile dargestellt, die nach links zeigen. Und so sieht man auch die Reihenfolge, wer immer dann als nächstes dran ist. Das ist cool gemacht. Das war in der Vergangenheit nicht so. Da waren die Charaktere in den Ecken immer verteilt. Da wurde das immer so dargestellt. Ja, Sterne halten. Toll gemacht, Birdo. Toadi und ich sind hier, die gerade, naja, der Niederlage entgegenfiebern. Kann man das nicht schöner ausdrücken? So, nun ist der Stern da oben. Und ich bin knapp wieder dran vorbei, oder? Ich laufe da rechts irgendwo rum bei der Piranha-Pflanze. Fürchterlich! Ich habe einfach keinen Lauf. Bisher läuft's gar nicht gut für mich. Oh Mann. Okay, aber die Minispiele sind bisher echt alle top. Da war jetzt kein Minispiel dabei, wo ich sage, naja, geht schon besser. Nee, war schon cool. So, Glückszahlwürfel. Ah, Birdo. Birdo lässt es sich gut gehen. Ja, ja, nutz wieder hier den Wiggler, um schneller voranzukommen. Ah, nee, ich stehe da oben. Da oben stehe ich, okay. Hey, Moment, dann ist es doch gar nicht mal so schlecht, oder, mit dem Stern? Dann ist das für mich gar nicht mal so schlecht bestellt. Theoretisch, glaube ich. Wario Time! So, Wario, was machst du denn jetzt? Ja, du kommst mit deiner neuen gut voran. Da bin ich schon neidisch. Denn ich würfel immer fürchterlich. Und einen Bonus gibt es auch, wenn man einmal unter das Spielbrett gelaufen ist. Kennt man ja von Monopoly. Laufe nicht über los und ziehe keine 4000 Mark ein. Ja, ich habe noch die D-Mark-Variante. Uralt. Oder was heißt ich? Meine Eltern. Okay, so. Hey, gut gemacht. Toadi. Der Toad hat doch den Vorteil, weil Toad uns hier durch das Spielbrett immer führt. Was? Ein Duell gegen mich? Okay. Wenn du das so möchtest. Autsch! Da habe ich einen Klaps bekommen. Duell-Minispiel, alles klar. Ein Duellhandschuh wurde eingesetzt, also kommt es jetzt zu einem Duell. Bestimme, wie hoch der ein... Was? Wie viel? 16 Münzen, okay. Schön, dann sammle ich jetzt von jedem von euch 16 Münzen ein. Oh, weh, das geht schief. Alles bereit? Dann möge das Duell beginnen. Ja, Toad hat den Vorteil, wie gesagt, mit Toad... Oh, was ist das? Roto-Klatschanlage. Okay. Oh, okay, man kann sich selbst treffen. Also, es geht darum, sich eine Ohrfeige zu verpassen. Wer kriegt die meisten Ohrfeigen? Und wenn man drüber springt, dann trifft das den anderen. Das ist cool. Coole Idee für ein Duell. Ich bin gespannt. So, jetzt Vorsicht. Ja! Wow, nein! Okay, okay. Haha, angetäuscht. Haha. So, jetzt Vorsicht. Komm, komm, mach du doch. Ja. Oh, gleich hinterher. Komm, ein Treffer noch. Ja. Sehr schön. Oh, das hat super funktioniert. Und damit gewinne ich extrem viele Münzen. 32, um genau zu sein. Ja, zumindest in den Minispielen ist das Glück auf meiner Seite. Der Sieg ist vergeben. 32 Münzen für Mario. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und der Toadi macht noch 3 Schritte und kriegt natürlich irgendetwas, weil er auf dem Glücksfeld landet. Der alte, alte Glückspilz. Buchstäblich ein Glückspilz, nicht wahr? So als Toad. Hui, jetzt bin ich dran. Aber wie geht's hier weiter, meine Lieben? Danke fürs Zusehen. Tippt gerne mal hier drauf, das ist eine neue Mario Odyssey-Geschichte, wo es darum geht, den gelben Yoshi zu retten. Ob das wohl klappt? Bleibt katastisch.